Liebe Zuschauer, heute sind wir bei einem Go-Kart-Rennen. Und zwar nicht irgendeinem Go-Kart-Rennen, sondern ein Rennen veranstalten von der Münchener Tuning-Szene und Treff. Das heißt, coole Leute versammeln sich, um über Autos zu diskutieren und um ein Rennen zu fahren. Nicht nur um Spaß zu haben, sondern auch herauszufinden, wer der Beste ist. Jetzt wollen wir einfach mal zwei Leute ein bisschen befragen, die hier heute da sind. Warum sind sie da und überhaupt? Hallo, servus. Hi. Servus. Hallo. Ja, was macht ihr hier? Ja, wir wollen hier Go-Kart fahren und Spaß machen. Und neue Lastenfahrzeuge. Also ich persönlich bin jetzt zum ersten Mal da. Für mich ist alles neu. Wart ihr schon mal hier oder ist es für euch auch quasi Neuland? Ja, es ist Neuland für uns auch, ja. Schon irgendwelche Erfahrungen mit Go-Kart fahren? Ja, wir haben eine alte Strecke im Garten draußen. Da sind wir schon zweimal gefahren. Okay. Also seid ihr quasi zusammen. Okay. Ich habe mich hier gerade nochmal mit zwei Jungs versammelt, die genauso viel Ahnung haben wie der Rest hier auf dem Fest. Stellt euch erstmal kurz vor. Servus, das sind wir. Zum ersten Mal im Kurs dabei und ich hoffe, es wird eine geile Stimmung. Servus, Chris. Ja, ich bin auch zum ersten Mal beim Grillfest dabei. Habt ihr schon Erfahrung im Go-Kart-Sport sammeln können? 20, 30. Ja? Seid ihr erfahrene Kartisten? Fahren würde ich jetzt nicht sagen, aber also ich weiß halt vom Auto, wo Gas und Bremse ist. Okay. Also Indoor, nein, Outdoor, ja. Outdoor, ja. Und was hält ihr so vom Elektro? Scheiße. Scheiße, das kannst du voll in die Tonne kloppen. Also beim nächsten Fest bitte normale Benziner, Viertakter und ordentlich Dampf. Das heißt, ihr seid auch der alten Ansicht, dass Elektrizität böse ist. Richtig, außer bei der Anlage oder bei... Super oder Super Plus ist cool. V-Power Racing geht auch noch. So, erstmal vielen Dank und ich wünsche euch viel Glück. Und ich werde euch wahrscheinlich überholen. Das tut sich sehr. Hast du gefahren? Ja, ich bin schon zweimal gefahren. Das erste Mal bin ich irgendwie unter dem Kart gelandet, keine Ahnung, wie das passiert ist. Ja, aber... Also, du bist der Erste hier, der ein bisschen mehr Ahnung hat. Was ist denn dieses Grillfest-Dingens-Käse, was auch immer? Weil ich war zum Beispiel, hab die Seite und so alles angeschaut und da gibt es halt zwei coole Autos. Aber ansonsten fand ich das relativ... weiß ich nicht. Also, das Grillfest ist eigentlich, wenn man das mal betrachten möchte, eine Community über Leute, die Freude am Fahrzeug haben. Der eine tunt etwas mehr, der andere etwas weniger, der andere versteht wieder unter Tuning Autos verbasteln, der andere versteht unter Tuning ein Auto schön herzurichten. Und da gibt es halt hier schon einige. Die einen sind nicht auf der Internet-Homepage, die anderen sind wieder im Grillfest, auf Facebook und so weiter und so fort. Aber der Sinn und Sache ist, dass man sich alle 14 Tage an diversen Parkplätzen in München trifft. Moment, diese gewisse Parkplätze. Ist das diese einer Parkplatz dahinter McDonalds? Meinst du diesen? Weil ich bin da schon mal einmal vorbeigefahren. Und also das war ein Parkplatz, total cool. Ein Parkplatz, dann waren da 5 parkende Autos. Ich schätze mal, es waren einfach Leute, die dort geparkt haben. Und dann standen 3 Tuning-Autos. Nein, so kann man es nicht ganz sehen. Also wenn ich mir das letzte Grillfest anschaue, da waren es circa, ich glaube, circa 119 Fahrzeuge. Wo wart ihr dann da? Oder wird das immer dann wie halt der auf Parkplatz der Seite? Jetzt hieß, weiß ich nicht. Ich war da mit einem René, also mit einem bekannten Freund vom Grillfest. Und da waren dort sehr, sehr viele Fahrzeuge. Wie gesagt, es sind eher kleine Grüppchen, große Grüppchen. Ich kenne da schon sehr, sehr viele Leute. Und man trifft sich da, wie gesagt, mit in die diversen aufgemotzten Autos, wenn man so fast schon mal sagen möchte. Trifft sich da gesehen und gesehen werden. Natürlich kann man zum Beispiel was gehen. Aber das Problem ist in München, ist halt natürlich gut mit der Polizei. Und deswegen muss leider immer wieder mal der Parkplatz gewechselt werden. Ja, dann vielen Dank zum ersten Mal. Okay. Und wir schauen uns weiter hier um. Ich bin hier gerade an so einem Elektro-Kart. Und es ist, es schaut, also erstens, alle anderen Go-Kart-Bahnen sind die Karts sehr mitgenommen. Und hier dagegen sind die Karts in einem sehr guten Zustand.
vier Getränkehalter haben, und zwar 6 Stück. Das heißt, man kann ziemlich lange fahren. Und auf der linken Seite des Karts, ein bisschen weiter hinten, so ein roter Knopf. Bitte den Knopf einmal hochziehen und dann ist der Kart eingeschaltet. Gibt es kein Motorgeräusch, aber der Kart ist. Und dann werden wir die Positionen zuteilen. Die Positionen sind auf dem Boden markiert, auf dem Trainingablauf. Wir fahren von der Boxengasse raus, direkt in den Qualifying, werden 2 Gruppen geteilt. Das heißt, einmal Zentrum im Qualifying, dann fahrt ihr alle in die Boxengasse wieder. Dank meiner Genialität. Nicht vergessen, die Karts auszuschalten. Dank meiner Genialität könnt ihr das Rennen jetzt hautnah verfolgen, und zwar von meiner Helmkamera aus. Ich bin auf diese Eigenkonstruktion sehr stolz. Und los geht's. Das ist unser super cooler Kommentator und letzte Runde läuft im ersten Qualifying-Lauf. Letzte Chance, sich nochmal zu verbessern. Und direkt im Anschluss starten dann das Qualifying 2, sprich der zweite Qualifying-Lauf. Im B-Finale, Kart Nummer 47, Anatoli Komenko. Bitte nicht. Gratulation an die Gewinner im B-Finale. Dann die Pokale. Zwei gelandet am Ende. Ganz, ganz knappe Kiste. 21 Hundertstel hinter Platz 1. Knapper hätte es fast nicht sein können. Schack! Und Sieger im A-Finale nach 21 Runden mit einer Topzeit von 31,77. Kart Nummer 10, Chris! Hallo und Servus! Also, du hast ja jetzt dieses Rennen gewonnen, genauso wie ich. Wie fühlst du dich jetzt? Super! Warum sagst du super? Super, Uli, Uli. Ich bin zum Beispiel, ich bin glücklich. Ich fühle mich darin bestätigt, dass ich einfach besser bin als andere. Hast du ebenfalls dieses Gefühl? Ich bin einfach. Okay. Hast du dich irgendwie auf diese Veranstaltung vorbereitet? Nein. Auch nicht. Ich war nämlich zum zweiten Mal Go-Kart. Also die Leistung von 2 Elektrozahnbürsten reicht für mich nicht aus. Also ich fand das relativ langsam und das Geräusch. Gewinner, heutzutage reicht es nicht nur Leistung zu bringen, du musst auch ein Unterhalter sein. Deswegen, wie heißt der Formel 1 Gewinner? Vettel. Red Bull irgendwas, der wenn der aus dem Auto rausspringt, dann ich hab gewonnen. Ich krieg nur so einen Glühwein. Ja? Für 30 Euro. Was? Für 3 Euro vielleicht. Ja, aber du hast für 30 nicht gezahlt. Ja, klar. Teure Flasche Glühwein. Ja, aber hattest du wenigstens Spaß? Natürlich. Spaß.
beide schon auf dem Weg nach Hause. Alle ist einem von unseren Veranstaltern. Gib doch einfach mal die Kamera her, schauen wir mal, wie weit sie fliegen kann. Also ich würde es mal, bei unerfahrenen Fahrern würde man sagen, passiert mal. Was hier passiert, weiß ich nicht. Wollen wir doch mal herausfinden, warum und was ist hier los. Hi, geht's dir gut? Ich bin inkognito. Ich schätze mal, jemand ist mit dem Auto gegen einen bordsteinartigen Bordstein gefahren. Dann ist das hier passiert. Also auf einmal ist ein Elefant aus dem Feld gekommen. Es ist eine ziemlich doofe. Es ist kalt. Ich konnte ihn gerade noch ausweichen, bevor ich ihn über den Haufen gefahren hätte. Du musst charmantes Lächeln, damit man die Konversation bringen kann. Hi. Wir wollten ein bisschen fragen, also wie ihr das Auto getunt habt. Okay. Oh, der Freund schaut schon böse. Sehr böse. Hi. Hättest du kurz 5 Minuten Zeit? Um mal zu erklären, was hier passiert ist. Oh. Einfach so. Nachmittag. Es ist leider nichts auf dem Interview geworden, aber trotzdem finde ich diese Tuning-Maßnahmen sehr interessant. Der Sound, ich schätze mal, das ist ein 10-Zylinder-Biturbo-Motor aus dem aktuellen RS8. Vielleicht gechippt, andere Auspuffanlage. Es ist übrigens auch ein Mittelmotor. Ja, du schaust hübsch aus, du weißt. Wunderbar. Dank meiner grenzenlosen... So. Alter! Sehr.